Heinrich Friedrich Karl Brugsch, Ägyptologe, 1868 bis 1877, Untere Maschstraße 16. Heinrich Friedrich Karl Brugsch, 1827 bis 1894, Ägyptologe. Heinrich Friedrich Karl Brugsch, am 18. Februar 1827 in beengten Verhältnissen in Berlin geboren. Nach unregelmäßiger Schullaufbahn veröffentlichte er bereits mit 21 Jahren eine grundlegende wissenschaftliche Untersuchung des Demotischen, der Urkunden und Schriftsprache der spätägyptischen Zeit. 1867 übernahm er den ersten selbstständigen Lehrstuhl für Ägyptologie an der Georg Augusta. Es war wohl auch erst der zweite in Deutschland, den er bis 1877 innehatte. Häufige Studienfahrten führten ihn in den Nahen Osten, speziell nach Ägypten, wo er die Leitung der École d'Ägyptologie übernahm, und Persien. Brugsch, dem 1881 der ägyptische Vizekönig den Ehrentitel Pascha verlieh, starb am 9. September 1894 in Berlin. Die Verdienste von Heinrich Brugsch liegen zum einen im engeren wissenschaftlichen Bereich der Ägyptologie, als deren genialster Vertreter er in Deutschland gilt. Neben zahlreichen fundamentalen wissenschaftlichen Untersuchungen gab er die erste deutschsprachige ägyptologische Zeitschrift heraus und beeinflusste die Entwicklung des Faches maßgeblich. Zum anderen war Brugsch durch seine zahlreichen Reisen in den Nahen Osten, verschiedentlich auch mit politischem Auftrag, und vor allem durch die Gründung der École d'Ägyptologie in Kairo als einer europäisch-arabischen Lehranstalt ein einflussreicher Vermittler zwischen den beiden Kulturen. Die heutige Weltlage zeigt, wie notwendig diese Vermittlertätigkeit noch immer ist.